Moin Leute und herzlich willkommen bei Wummelcall. Heute der zweite Blog bei Tobi und heute gucken wir uns mal an, wie der Wachstumsfortschritt ist. Du hast ein neues für dich, neues Gebiet erklommen. Ja. Du hast das erste Mal bei mir gekauft und zwar Schwarzachterkoi. Genau. Einen Chagoy und einen Karashi. Das war jetzt wie lange her? 2 Monate? 2,5? Das war im Mai. Im Mai. Also waren jetzt Gute drei Monate. Und gekauft hattest du sie mit 40, ne? Um die 40? Ich habe den Chagoy mit 42 gekauft. Die haben gerade gestern Abend extra nochmal nachgeschaut. Mhm. Und den Karashi haben wir mit 36 gekauft. Cool. Und heute wollen wir jetzt mal gucken, wie groß sie denn genau geworden sind. Mhm. Das interessiert mich nämlich auch. Du hast hier bei wie viel Grad aufgezogen? 24 Grad dauerhaft. Mhm. Und wie viel Futter? Ja, ich überlege gerade. 500 Gramm. 500 Gramm, also schon ordentlich. Also die Anlage ist mittlerweile auch eingefahren. Super, ne? Gott sei Dank. Bist du zufrieden? Hat sich alles gelohnt? Ganz hervorragend, das keine Probleme. Ventil hat gehalten? Leider nicht, der Blower ist kaputt. Der Blower ist kaputt, also musst du den wieder austauschen praktisch. Ja, cool. Und die Lampen hast du auch als neuer Versuch aufgrund meiner Empfehlung drauf gehabt, die Flexbeam? Ja, bin ich sehr mit zufrieden. Also klar, ich habe natürlich wie im Teich auch viel Karashi und Chagoy. Mhm. Aber ich habe hier auch einen Goschi mit drin und der hat die Farbe sehr gut gehalten. Rotqualität, hervorragend. Mhm. Und was auch sehr gut ist, finde ich einfach den Abstrahlwinkel dieser Lampe. Ne? Das Hast du auch 60 Grad, habe ich dir empfohlen, ne? Ja, genau. Also das ist wirklich sehr gut. Ja, dann bin ich gespannt. Dann gucken wir uns das gleich mal genau an. Bis gleich. So, hier hast du dein mittlerweile eingefahrenes 4 Kubikbecken. Mhm. Auch wieder Kavori Mono-lastig, das hat es dir einfach angetan, ne? Yep. Und hier haben wir den Chagoy. Mhm. Und das ist nicht mein Karashi. Es war mir klar, dass das kommt. Dein Karashi ist natürlich der große. Ja. Ja, der Karashi ist jetzt wirklich echt sehr gut geworden. Ein bisschen schlank sind sie noch, sind hauptsächlich in die Länge gegangen. Ja. Das Volumen kommt noch. Ich hoffe es, ja. Aber sie sehen richtig gut aus. Und jetzt holen wir sie uns gleich mal in die Wanne und messen nach, wie groß sie denn jetzt in 3 Monaten wirklich geworden sind. Und da ist er, ein richtig schönes Karashi-Weibchen. Wir haben 36 und jetzt hat er 55. Ja. Das heißt in 3 Monaten 19 cm, also gut 6,5 cm pro Woche, pro Monat, 1,5 cm pro Woche. Richtig schönes Tier, richtig schöne, dicke Schwanzwurzel, schön Body, einen richtig großen Kopf, traumhafter Fisch. Du bist doch zufrieden, ne? Ja, sehr, sehr. Richtig geile Nummer, tolles Tier. Und als nächstes haben wir deinen Chagoy, den du bei mir gekauft hast, 42 cm. Ja. Richtig, richtig groß geworden. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, du kannst es schon messen. Passt gerade so eine Wanne. Ja. Ja. 64. Halten wir nochmal an. Der Klebestreifen ist jetzt vorne nicht ganz dran. 64. 64 bis 65. Also 22 cm in 3 Monaten. Ja. Da sind wir dann fast auf 2 cm pro Woche. Volumen kommt auch bei ihm noch. Er ist schön hoch, lang. Ebenfalls wieder ein Riesenkopf. Also sehr schönes Netzmuster. Wunderschönes Tier. Sind auch immer die ersten am Fressen, ne? Ja. Ja. Richtig, richtig cool. Ja, Leute, das war 20 cm in 3 Monaten. Alle beide. Bist mir zufrieden, ne? Ja. Kann man so sagen. Also kann so weitergehen. Kann so weitergehen. Haben alle Erwartungen eingehalten, die du hattest. Auf jeden Fall. Also mehr kann man nicht erwarten. Ja, richtig gut. Und genau damit sind wir jetzt auch am Ende. Wenn euch der Blog gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst mir ein Like da. Wenn auch ihr euren Teich oder Inhalterungen im Blog sehen wollt, zögert nicht und schreibt mir eine E-Mail an wumme-koi@gmx.de. Bis denn.